Hallo und wieder mal herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Grenzenlos Leben bedeutet, du informierst dich, weil du dann die Parameter hast, auch grenzenlos zu leben. Im letzten Video habe ich über das tolle System der Parlamente in Deutschland mal ein bisschen gesprochen. Und auch, was da drin sitzt, wo die Leute herkommen. Aber da kann man noch mehr ins Detail gehen, weil die Deutschen sind ja so umweltbewusst, so verständig. Die Grünen haben vor Corona einen Höhenflug gehabt. Dieses Wohlfühlen in Deutschland ist wirklich fein, großartig. Ich habe mir jetzt einfach nur mal die Zeit genommen und habe mal nachgeguckt, wie die Grünen, die ja nun wirklich die tollsten Forderungen aufstellen, die tollsten Ideen haben, die Greta Thunberg im Schulstreik unterstützen, die frühkindliche Sexualität total schön und toll finden. Ich habe mir einfach mal die Zeit genommen, mal anzugucken, wie die grünen Abgeordneten im Deutschen Bundestag aufgestellt sind und wo die herkommen. Und das ist ganz interessant. 27% der Grünen im Bundestag sind Politikwissenschaftler. Das klingt vernünftig. Die haben mal eine Ahnung, ne? 19% sind VWLer und BWLer, also Verwaltungswirte und Betriebswirte. Geballte Kompetenz. 16% sind Soziologen. Ganz wichtig, man muss ja auch wissen, wie die Gesellschaft funktioniert. Soziologie ist prima. 13% sind Pädagogen. Das ist ein bisschen zu wenig, weil die Grünen haben ja einen wirklich wichtigen Erziehungsauftrag für die deutsche Gesellschaft. Sie müssen ja alles in die richtige Richtung drehen, alles politisch korrekt machen, alles verbessern. Da könnte man beim nächsten Mal die Pädagogen sicherlich noch steigern. 12% sind Juristen. Ja gut, der ganze Bundestag ist voll davon. Das habe ich im letzten Video schon gesagt. Die drängt es dahin. Nicht die Erfolgreichen, aber die, die nicht ganz so erfolgreich sind. Ich meine, das sieht man bei Widerstand 2020 jetzt auch. Der Ralf Ludwig ist keine Lichtgestalt als Jurist, also versucht das mal als Politiker. Ist ja in Ordnung, steht ja jedem frei. Aber das Allergeilste bei den Grünen ist, wie viele von denen wirklich einen Beruf gelernt haben. Was denkst du? Die Hälfte? Ein Drittel? Ein Viertel? Bestimmt, ne? 20%? 15%? 15%? Nein, ich will die nicht schlecht machen. 10,5%, konkret 7. 7 von 67 haben überhaupt einen Beruf gelernt. Der Rest hat irgendwelches Zeug studiert, was die Welt nicht braucht, was ich gerade aufgezählt habe, und hat sich vorher in NGOs, also in Nichtregierungsorganisationen, bei Politikern, in Parteien aufgehalten und dort zügig die Karriere ins Nichtstun vorbereitet. Das sind die Grünen. Denk mal drüber nach und mach was draus. Dein Klaus.